ちは、マギシです。こんにちは。今日はお友達が遊びに来てます。イエーイで、せっかくなので今からドイツ語で話します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Wie heißt du? Ich heiße Sarai. Ja. Ich wohne jetzt, wir sind jetzt hier in Düsseldorf. Wir sind in Düsseldorf. Wir wohnen in Düsseldorf, ja. Ja. Schöne Stadt. Wir haben auch viele Japaner hier, also wenn ihr zum Besuch kommen wollt, bitte. Ja, Deutschland ist sehr schön. Ja. Und du hast auch Japanisch gelernt, ja. In Japan gelebt und arbeitest jetzt als Japanisch-Übersetzer. Ja. Ich übersetze aus Japanisch ins Englisch und ins Deutsche, ja. Ja, und was ist dein Fokus? Ich mache alles Medizin. Ich habe meinen Abschluss in Medizin gemacht und habe auch dann ein Austauschjahr in Japan gemacht. Und dann habe ich mich entschlossen, also irgendwann im Laufe der Zeit, habe ich mich entschlossen, Übersetzerin zu werden. Und übersetze dann medizinische Unterlagen und Werke, so Texte aus Japanisch ins Englisch. Ja, und wir haben uns über LinkedIn kennengelernt, weil ich auch als Dolmetscherin für Japanisch und Englisch und Deutsch arbeite. Und ich hatte in Tokio ein paar Kunden und das waren meistens Ausländer, die in Tokio gelebt haben, die dann zum Doktor wollten. Und, ja, aber medizinische Übersetzung habe ich noch nie gemacht. Ich meine, aber wir waren dann immer, ich war dann halt immer mit den Leuten beim Arzt und saß dann daneben. Das ist auch ganz als wichtig. Dolmetscher, ja. Ja. Ich hatte der Erste, der hatte sich den Bein gebrochen und dann, der war erst in Chiba. Kann ich mir vorstellen. Dann wollte der halt lieber nach Tokio noch einmal mit einem anderen Arzt reden. Und also es gibt halt schon viele, viele Ausländer in Japan, die haben halt kein Problem im normalen Leben. Aber wenn man dann plötzlich krank ist, dann muss man, also ist es am besten, das auf Japanisch übersetzen zu lassen oder dolmetschen zu lassen, glaube ich. Ja. Ja, ja. Das kann ich mir vorstellen. Ich würde sagen, der Unterschied mit der Übersetzung, also weil das ist eine wichtige Rolle, ja, für Dolmetscher. Ja. Also ich glaube, wenn man in einem fremden Land krank wird, dann muss man... Ja, also es gibt halt in Tokio auf jeden Fall, gerade in Roppongi, gibt es halt auch viele Ärzte, die Englisch sprechen. Aber okay. Sobald man halt ein bisschen außerhalb ist, dann ist es halt wirklich sinnvoller, Japanisch zu sprechen. Und mittlerweile, also es gibt halt viele Apps, bei denen man dann per Telefon auch sich einen Dolmetscher bestellen kann. Aber ich glaube, am einfachsten ist es wirklich, wenn man dann jemanden mitnimmt, also wenn es wichtig ist. Also ich würde da zustimmen. Und ich würde sagen, der Unterschied mit der Übersetzung ist, meistens gibt es dann Ärzte, die die schreiben sehr fließend auf Japanisch und die wollen aber in englische Fachzeitschriften dann veröffentlicht werden und dann hätten die gerne, dass jemanden mit etwas Erfahrung, das alles dann übersetzt. Also es gibt viele Ärzte können zwar etwas Englisch, aber das ist nicht leider ist es nicht auf Muttersprachenniveau. Nee, ja, das ist aber das hatte ich halt auch. Ich habe halt auf Englisch meinen Master gemacht. Ja. Und immer wenn du halt was veröffentlichen willst, musst du halt wirklich das immer eigentlich von jemandem, der Muttersprachler ist, mindestens einmal querlesen lassen. Ja. Und es ist ja auch total unterschiedlich, ob man jetzt auf Japanisch was veröffentlicht oder auf Englisch, also von der ganzen Schreibweise dieses Chicago-Style, Ja, das muss man auch lernen. Also ich finde, besonders wenn man aus Japanisch übersetzt, dann ist es halt so, dass die Leute gerne viele, lange, komplizierte Sätze schreiben. Weil das kann man gut mit den Kanji übertragen. Also das ist leicht verständlich. Für jemanden, die Japanisch liest, ist das leicht verständlich. Aber dann, wenn sie versuchen, das auf Englisch zu übersetzen, selbst, wenn die Ärzte das selbst versuchen, dann kommt es irgendwie erstmal vereinfacht drüber. Also das ist nicht so, die kennen nicht die Feinheiten, ne? Die Nuancen und so.
Und ja, also das Problem ist, die haben dann lange Sätze, die, das ist ein Paragraph, aber auf auch Japanisch, ein Satz. So, auf Englisch, so. Ganz lang. Das ist, ja, und dann muss man helfen. Also es gibt zwar Ärzte, die so gut Englisch können, dass die mir halt als Korrekturleserin beauftragen. Mhm. Und dann muss man dann korrigieren. Aber das Problem ist, ich finde, das ist schlimmer und schwieriger, weil dann... Dauert das auch länger. Ja, zum einen dauert es länger und zum zweiten ist es schwierig, Ärzte zu korrigieren. Es gibt ein bisschen Ego. Wie soll man das sagen? Also wenn man, die sind Spezialisten und man muss ehrlich sagen, es gibt, also Japan ist, ich würde sagen, also die Medizin in Japan ist 10 Jahre vor der Rest der Welt. Also die sind so fortgeschritten, das ist ja, so. Also ich auch. Also ich bin vor allem von japanischen Zahnärzten total begeistert. Das ist also ich war natürlich in Deutschland beim Zahnarzt und ich war auch in Japan beim Zahnarzt. Und in Deutschland ist ja alles irgendwie so fast kostenlos. Also man bekommt jetzt irgendwie neue, ne, aber in Japan kostet halt irgendwie alles ein bisschen mehr Geld. Aber wenn man da zum Zahnarzt geht, das ist viel, viel besser. Ja, also das ist, die Versorgungsqualität ist auf einem ganz anderen Niveau. Die Leute kümmern sich ganz anders um dich herum. Mhm. Aber auch die Wissenschaft, es gibt so viele Sachen, die direkt vom Basiswissenschaft in die klinische Wissenschaft übertragen werden. Ja. In Japan, was in anderen Ländern nicht so leicht passiert. Mhm. Und die kennen ganz, ganz viel. Die sind sehr, sehr schlau, die arbeiten sehr hart. Und wenn man sagt, tut mir leid, sie haben einen Fehler gemacht, Da muss man ganz, ganz höflich sein. Und besonders auf Japanisch. Sumimasen ga. Tsumaranai mono desu ka. Watashi no iken de. Also es ist eine sehr, man muss das wirklich sehr vorsichtig angehen, sagen wir mal so. Ja, okay, ja. Gut. Und wie hast du angefangen? Oder wie findest du die meisten Aufträge? Ich arbeite momentan hauptsächlich durch Agenturen. Ja, okay. Das ist, weil, um in Japan zu verkaufen, muss man halt die Keigo, man muss wirklich auf einem sehr hohen Niveau Japanisch sprechen können und kommunizieren können und sehr höflich sein. Mhm. Also ich überlasse das die Agentur. Also da ist die Übersetzungsagentur und dann bist du, dann bekommst du von der Agentur den Auftrag? Meistens ja. Also ich habe einige private Kunden, die ich persönlich kenne, aber die sind meistens Ärzte, die dann im Ausland studiert haben. Also die kennen schon genug Englisch oder Deutsch, dass wir dann quasi auf Deutsch oder Englisch kommunizieren können, damit ich dann nicht unhöflich wirke. Wie machst du das, wenn du in Deutschland machst du dann PayPal oder schickst du denen dann eine Rechnung oder wie funktioniert das mit den Agenturen? Ja, mit den japanischen Agenturen hast du dann noch ein japanisches Konto oder? Ich arbeite nur mit PayPal. Ich würde sagen, das ist aufgeteilt, weil ein Drittel von den Agenturen, mit denen ich arbeite, sind in Japan, ein Drittel dann in Deutschland und ein Drittel in den USA Großbritannien. Für alle habe ich, also die meisten, außer die in Deutschland. In Deutschland kann man eine Banküberweisung machen, das ist kostenlos, aber für die anderen verwende ich dann PayPal. Das ist ganz schnell und natürlich arbeite ich nur mit zuverlässigen Agenturen. Hattest du schon mal schlechte Erfahrungen? Ja, hatte ich. Ich wurde einmal beauftragt und ich habe dann 2 Wochen lang gearbeitet und der Kunden ist dann verschwunden. Okay, gut. Also Vertrauen ist auch überall wichtig. Ja, ja, auf jeden Fall. Und du hast vorher Krankenhaus gearbeitet. Ja. Und dann hast du gedacht, das ist jetzt so selbst als Arzt zu sein ganz gut, aber übersetzen macht mir ja Spaß. Ja, das ist halt so. Ich würde gerne, also mein persönliches Ziel ist, andere Ärzte dabei zu helfen, die akademische Welt zu bereichern, sagen wir mal so.
ja, es bringt was, Leute zu helfen, oder ich finde es gut, wenn man die Leute persönlich helfen kann, aber wenn ich eine Studie aus Japan übersetze und das an der und dieser Arzt die Arbeit an der Welt veröffentlichen kann, dann hilft das Tausende oder Millionen Menschen und nicht nur einen Mensch oder zwei Menschen. Ne? Also das ist ja für mich besser. Ich finde, ich habe einen größeren Einfluss auf der. Wie hast du angefangen, Aufträge zu finden, Agenturen zu finden? So die Umstellung von angestellt. Ich habe tatsächlich gekündigt, ohne, ich hatte keinen Plan. Mach das nicht, bitte. Ich habe gekündigt und ich dachte mir, ich würde gerne mein eigenes Geschäft haben und wollte dann meine eigene Übersetzungsagentur gründen. Ja. Das Problem ist, ich konnte leider nicht verkaufen. Das, wie gesagt, um an Japaner zu verkaufen, muss man die Höflichkeitsformen sehr gut beherrschen. Ja, und ich denke, es dauert auch Zeit. Ja. Also, und ich glaube, man muss auch Erfahrung, ne? Also ja, man muss auch Erfahrungen sammeln. Zeit, ja. Und dann hatte ich ein Online-Profil erstellt und meine eigene Website erstellt. Aber dann, ich glaube, innerhalb von, 2-3 Wochen haben Agenturen mich gefragt, ob ich dann für die Anforderung. Okay. Genau, und das war, und so hat es angefangen. Also ich hatte damals gar keine sprachliche Qualifikationen oder Zertifikate. Die haben mir einfach gesagt, hier ist eine Probeübersetzung, versuch mal damit. Ja. Und schau, wie das geht. Und die waren alle zufrieden. Und ja, also, okay, sagen wir mal, da die eine oder andere waren nicht zufrieden, aber das war eine Minderheit, ja, weil es gibt nicht so viele Leute, die diese medizinische Fachbegriffe kennen und so, ja. Ja. Gut, okay, vielen Dank. So. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.